Hallo zu einem neuen Video. Ich bin der Robert und im heutigen Video geht es um Adobe Lightroom und das Rauschen. Adobe hat gerade für Lightroom ein neues Update herausgebracht und mit diesem Update hält die KI Einzug bei Lightroom beim Thema Entrauschen. Ich möchte mal anschauen, wie gut das Ganze funktioniert, wie die Ergebnisse ausschauen und wie gut man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Lightroom derzeit Bilder entrauschen kann. Ich werde aber das Ganze auch gegen DxO Pure 3 vergleichen. Mit dem Programm entrausche ich mittlerweile seit einiger Zeit meine Bilder und ich bin richtig zufrieden damit. Von dem her, die Latte für Adobe liegt hoch. Starten wir rein und schauen uns an, wie es funktioniert. So, wir wechseln jetzt hier mal zu mir auf den Bildschirm und gehen direkt zu Lightroom. Ich habe hier jetzt schon drei Bilder ausgewählt. Alle drei Bilder sind mit höheren ISOs entstanden, sollten sich von dem her recht gut zum Entrauschen eignen. Gehen wir in das erste Bild hinein. Das Bild ist mit ISO 3200 aufgenommen worden. In der Nachbearbeitung habe ich das Bild ein bisschen aufgehellt und habe auch die Tiefen ein bisschen angehoben. Etwas, was meistens das Rauschen nur ein bisschen verstärkt. Und wir sehen da in der 100% Ansicht ist einiges an Rauschen vorhanden. Sowohl im Hintergrund, in den unscharfen Partien, als auch im Gefieder, in den Gesichtspartien, da am Schnabel. Das rauscht doch ziemlich und ich bin sehr gespannt, wie Lightroom das Ganze jetzt entrauschen wird. Dazu wechseln wir in das Entwicklungsmodul und gehen da unter den Punkt Details hinein. Neu hinzugekommen beim Update ist jetzt dieses Feld mit der Rauschreduzierung. Auf dieser Schaltfläche gibt es die Möglichkeit zu entrauschen. Ich drücke da jetzt einmal drauf und dann sehen wir da, Lightroom macht dieses Vorschaufenster auf. Lightroom nennt das Ganze verbessern und zeigt mir da schon in der Vorschauansicht die Auswirkung. Ich habe jetzt hier beim Entrauschen einen Wert von 50 standardmäßig drinnen. Ich habe jetzt da 55, weil ich schon ein bisschen herumgespielt habe. Ich kann das natürlich ein bisschen höher ziehen, weil ich da mal so auf 80 hochgehe. Ich sehe da in dieser Vorschau, wird natürlich intensiver entrauscht. Allerdings hat sich bei mir beim Testen auch herausgestellt, dass ich da recht viele Details verliere und dadurch die Schärfe einfach ein bisschen leidet. Für mich hat sie im Moment einen Wert zwischen 50 und 60 als recht gut erwiesen und ich werde das jetzt da einmal mit 55 anwenden. Lightroom schreibt mir da noch hin, wie lange es circa dauern wird. Eine Minute wird Lightroom circa brauchen, bis es da eine neue Datei macht. Das neue Bild wird dann als DNG abgespeichert und übrigens funktioniert dieses ganze Entrauschen nicht mit JPEGs, sondern nur mit RAW-Dateien. Gut, dann lassen wir das einmal darüber laufen, drücken auf Verbessern. Warten die Minute und schauen uns an, was Lightroom dann macht. So, Lightroom hat mir jetzt hier das neu erstellte Bild hineingeladen. Schauen wir das jetzt einmal an. Ich sehe da der neue Name dieses Bildes, hat den Zusatz bekommen, verbessert, RR für Rauschreduzierung und ist als DNG abgespeichert. Und wir sehen schon, da rauscht deutlich weniger. Also Lightroom hat da einen richtig guten Job beim Entrauschen gemacht, sowohl im Hintergrund als auch in den Gesichtspartien. Da ist wirklich deutlich weniger Rauschen erkennbar und die Details sind sehr schön erhalten. Wir werden uns jetzt das einmal in der Vergleichsansicht mit dem Ausgangsbild näher anschauen. Man hat auf der linken Seite jetzt das verbesserte Bild, die neue Datei und auf der rechten Seite die Ausgangsdatei. Und ich glaube, da ist wirklich gut erkennbar, was Lightroom da macht. Und das Ergebnis ist richtig gut. Also wenn man sich das anschaut, wie es entrauscht hat, dann ist es doch eine deutliche Steigerung. Das wäre mit dem alten Entrauschen in Lightroom in dieser Form keinster Form möglich gewesen, absolut nicht. Und ist richtig gut, was da dieses Update draus gemacht hat. Wenn wir jetzt ein bisschen durchschauen, auch die restlichen Partien des Bildes, das Gefieder, das ist alles sauber entrauscht. Der Hintergrund ist ziemlich clean. Die Schneeflocken und diese Bereiche sind alle gut erhalten. Also ist wirklich eine gute Arbeit. Wie eingangs erwähnt, würde ich das Ganze jetzt gern mit DxO vergleichen. Ich verwende DxO seit der Version 2 zum Entrauschen meiner Bilder und bin da richtig zufrieden damit. Mittlerweile in der Version 3 ist es noch einmal eine Spur besser geworden. Und ich bin echt gespannt, wie es sich schlagt im direkten Vergleich gegen das neue Lightroom Tool. Dazu gehe ich wieder auf mein Ausgangsbild und DxO ist zwar ein eigenes Programm, lässt sich allerdings als Plugin zu Lightroom verwenden und wenn man das mal installiert hat,
kann ich da unter Datei bei den Zusatzmodulen, Zusatzmoduloptionen mit DxO Puro 3 Plugin verarbeiten auswählen. Drücke da drauf, dann dauert es einen kurzen Moment und dann kriege ich diese neue Schaltfläche. Das ist jetzt dieses Plugin von DxO Puro 3. Ich habe hier 4 verschiedene Qualitätseinstellungen. Kann man sich natürlich jetzt alles genauer anschauen. Ich habe für mich den Workflow, dass ich meistens bei Bildern, die in dunklen Lichtsituationen mit hohen ISOs entstanden sind, das Deep Prime XD verwende. Werde das auch in diesem Fall anwenden. Leitung schreibt man hier hin, wie lange es circa brauchen wird. Auch das wird wieder von Rechner zu Rechner variieren. Das meiste von diesen zusätzlichen Möglichkeiten, die ich hier auswählen kann, habe ich ausgeschalten. Bei der Objektivschärfe, da verwende ich entweder weich oder Standard oder lasse sie ganz weg. Ich habe hier das Gefühl, dass, wenn man hier höhere Werte verwendet, das sehr schnell überschärft aussieht. Von Bild zu Bild abhängig finde ich es sogar schon bei Standard teilweise überschärft, aber da wird jeder vermutlich seinen eigenen Zugang haben. Ich verwende jetzt hier weich und lasse das mal drüber laufen. Dann weitere Einstellungsmöglichkeiten. DxO erstellt mir wieder ein eigenes Bild als DNG. Ja, und dann werden wir das Ganze mal starten und uns dann das Ergebnis anschauen und vergleichen. DxO ist jetzt fertig und hat mir dieses Bild hier gleich hineingeladen. Gehen jetzt mal hinein. Wir sehen da, es hat den Zusatz DxO Deep Prime XD bekommen und es ist als DNG abgespeichert worden. Und wenn ich da jetzt in die 100% Ansicht hineinzoome, dann sieht man da schon deutlich, da rauscht nicht mehr viel. Das ist super entrauscht, da sind viele Details erhalten. Gerade in den Gefiederpartien oder hier am Schnabel, in diesem gelben Bereich. Da ist kaum noch ein Rauschen vorhanden. Richtig gute Arbeit, die DxO da geleistet hat. Und wir werden das jetzt mit dem Bild von Lightroom vergleichen. Ich gehe da in die Vergleichsansicht hinein. Links das DxO-Bild und rechts das Lightroom-Bild. Wenn wir da jetzt hineinzoomen, dann sehen wir da, dass da das rechte Bild ein bisschen mehr rauscht. Gerade im Hintergrund, da ist ein bisschen mehr Rauschen vorhanden als im DxO-Bild. Auch in den Gesichtspartien, da im Schnabel, im gelben Bereich, da rauscht das DxO-Bild ein bisschen weniger. Und trotzdem sind für meinen Geschmack ein bisschen mehr Details vorhanden. Es hat da in den Gefiederpartien bei dieser Welle einfach hinschaut. Man muss sehr genau hinschauen, aber gefühlsmäßig hat hier DxO doch ein bisschen den besseren Job gemacht. Zur Erinnerung, wir haben beim Lightroom-Bild den Wert 55 ausgewählt. Wenn man hier das Entrauschen nur stärker macht, zum Beispiel mit einem Wert 70, 80 oder noch höher, dann wird das Rauschen im Hintergrund auf jeden Fall auch noch weggehen. Allerdings hat sich, wie gesagt, bei mir bei den Tests da gezeigt, dass da noch ein bisschen die Details darunter leiden und dass da noch das Bild ein bisschen unschärfer wirkt. Also für mich hier der Punkt geht an DxO, hat ein bisschen das bessere Ergebnis hervorgebracht. Allerdings muss ich schon sagen, was Lightroom hier mit diesem Update fürs Programm gemacht hat, ist richtig gut. Und ja, Respekt Adobe, gute Arbeit, die da hinzugekommen ist. Vor allem für Leute, die Lightroom sowieso verwenden und jetzt nicht unbedingt gerade 129 Euro kostet DxO im Moment, da wechseln wollen oder sich noch ein zusätzliches Programm kaufen wollen, ist es doch eine sinnvolle Ergänzung und ein tolles Update. Gehen wir zum nächsten Bild, schauen wir uns das nächste Bild an. Ich habe da diesen Buffin im Flug gewählt. Das Bild ist ein bisschen ausgearbeitet, ich habe auch hier wieder ein bisschen die Helligkeit angehoben, die Tiefen. Und wenn wir da mal in die 100% Ansicht hineingehen, das Bild schaut scharf aus, da ist nicht besonders viel Rauschen vorhanden, aber trotzdem sieht man ein bisschen Rauschen im Hintergrund, in diesen Gefiederstrukturen, da im Kopf. Das Bild ist mit ISO 1250 entstanden. Mit der Z9 ist jetzt nicht tragisch, was das Rauschen betrifft, aber trotzdem bin ich gespannt oder kann man gespannt sein, was hier die anderen Programme daraus machen. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, die Arbeitsschritte sparen wir uns, die was wir bei den letzten gemacht haben und gehen da gleich in das Lightroom verbesserte Bild hinein. Wenn wir da hineinzoomen, sieht man, da ist kaum mehr Rauschen vorhanden. Das ist wirklich ein tolles Ergebnis, sowohl im Hintergrund als auch am Vogel. Ich mache jetzt da wieder die Vergleichsansicht. Rechts das Original-Ausgangsbild und links das von Lightroom verbesserte Bild, dieses DNG, was Lightroom entrauscht hat.
für mich hier im linken Bild wirklich kaum mehr Rauschen, irgendwo erkennbar, tolle Arbeit, tolle Details. Ja, super Arbeit, was Lightroom hier gemacht hat, voll verwendbar. Wenn wir hier ein bisschen weiter schauen, ans Ende der Flügel, in den unscharfen Bereichen, da ist richtig gut entrauscht. Schauen wir uns das Bild von DxO an. Geht auch hinein in die 100% Ansicht und man sieht da, auch hier ist gut entrauscht. Allerdings sind für meinen Geschmack ein bisschen mehr Details vorhanden. Besonders sichtbar wird es, wenn wir das jetzt in der Vergleichsansicht uns anschauen. Links ist das DxO-Bild, rechts das Lightroom-Bild. Man kann jetzt sagen, dass das linke Bild da ein bisschen stärker geschärft ist. Von dem her sieht man da ein bisschen mehr Details aus dem rechten Bild. Ich könnte jetzt hier dann nur in Lightroom oder in einem anderen Programm auch dieses Bild noch nachschärfen und werde gute Ergebnisse erzielen. Allerdings jetzt in dem Ausgangsbild, was die beiden Programme ausspucken, finde ich, hat auch hier für mich wieder DxO die Nase ein bisschen vorne. Da liegen jetzt keine Welten dazwischen, aber doch ist es für mich ein bisschen mehr Bildqualität, das DxO hier aus diesem Bild herausholt. Richtig gutes Ergebnis mit dem leichten Gewinner hier wieder DxO. Ich komme zurück in meine Vergleichsansicht und komme jetzt zu diesem Nordlichtbild. Wenn man da hineinzoomt, man sieht doch ein deutliches Rauschen. Dieses Bild ist mit ISO 3200 aufgenommen, bei relativ geöffneter Blende. Von dem her ist es sicher nicht die beste Qualität, aber es war an dem Abend, in dieser Nacht, wirklich sehr dunkel. Und um hier ein ordentliches Bild zu machen, habe ich die ISO hochdrehen müssen, die Blende aufmachen. Und das ist dabei das Ergebnis. Dieses Bild ist wieder ein bisschen aufgehellt worden, was das Rauschen natürlich nochmal verstärkt. Und bin sehr gespannt, wie jetzt hier die beiden Programme damit umgehen. Als erster möchte ich in das von Lightroom verbesserte Bild, in die Lightroom-Variante hineingehen und zoome da mal hinein. Wie man sieht auf den ersten Blick, das Rauschen ist, glaube ich, deutlich reduziert. Auch die Bäume sind noch recht gut erkennbar. Da ist natürlich immer die Frage, wie viele Details sind noch übrig. Wenn wir das dann direkt vergleichen in der Vergleichsansicht, ist da erkennbar, dass halt einfach auch im Ausgangsbild jetzt nicht die große Masse an Details vorhanden war. Von dem her schön entrauscht in vielen Bereichen. Wir schauen uns jetzt da den Himmel an und gerade da, was die Sterne betrifft, ja, in diesem Bereich wirkt das Ganze ein bisschen unnatürlich auf mich. Da diese Linien drinnen, zum einen natürlich da diese Sterne, die in den Ecken des Bildes einfach nicht mehr die volle Qualität haben. Das ist auch bedingt durch das Objektiv, das da im Randbereich nicht mehr die beste Schärfe und nicht mehr die beste Leistung bringt. Allerdings, wenn man sich hier einfach diese Bereiche anschaut mit diesen Linien hier, das schaut irgendwie ein bisschen unnatürlich und nicht ganz so ideal aus. Ich gehe dann jetzt weiter in das Bild von DxO, zoome da hinein und wenn ich da in die Ecken hingehe, habe ich das Ganze noch einmal stärker. Genau diese Bereiche, das schaut gemahlen aus, das schaut unnatürlich aus. Bin hier ehrlich gesagt mit dem Ergebnis von DxO nicht zufrieden. Nachdem ich jetzt mit beiden Varianten, sowohl mit der DxO als auch mit der Lightroom-Variante, nicht wirklich zufrieden bin, habe ich nur ein bisschen mit den Einstellungen herumgespielt und da ein bisschen bessere Ergebnisse erreicht, die ich jetzt gerne zeigen möchte. Anfangen tue ich mit dem Bild von Lightroom, das Lightroom-verbesserte Bild. Und zwar habe ich da die Stärke nicht auf 55, sondern auf 25 gesetzt. Und wenn wir da jetzt hineinzoomen in diese kritischen Bereiche, sieht man, es sind deutlich weniger von diesen Linien vorhanden. Ist immer nur ein Rauschen da, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das schaut jetzt schon mal deutlich besser aus. Rauscht natürlich immer nur, aber bei Weitem nicht so, wie es vorher gerauscht hat. Besonders, wenn wir uns das mit dem Ausgangsbild anschauen. Rechts ist mein Ausgangsbild. Links das von Lightroom verbesserte Bild. Rauschen ist in beiden nur erkennbar. Natürlich habe ich da auch noch ein bisschen diese Linien, die mich vorher so gestört haben, aber ich finde sie jetzt schon deutlich weniger und deutlich weniger störend als in den vorigen Bildern. Wenn wir da unten schauen, ist schon gar nicht so schlecht entrauscht worden.
Details sind erhalten geblieben, finde ich jetzt einmal okay und besser als das Bild, was ich vorher mit dem Wert von 55 enttauscht habe. Schauen wir uns an, was DxO gemacht hat. Ich habe bei DxO jetzt mit Prime, mit einer niedrigeren Stufe sozusagen, entrauscht. Zoome jetzt da mal hinein, gehe in diese Randbereiche und siehe da, da sind jetzt diese unnatürlichen Linien verschwunden. Allerdings muss ich sagen, für mich schaut dieses Bild jetzt ein bisschen matschig aus. Besonders wenn man das Ganze jetzt mit dem von DxO von Lightroom entwickelten Bild vergleichen. Ich habe rechts dieses Lightroom-Bild, links dieses DxO-Bild. Wir sehen, diese unnatürlichen Linien sind bei Weitem nicht mehr so stark da, beziehungsweise bei DxO ganz verschwunden. Allerdings hat für mich einfach das Lightroom-Bild mehr Details. Und das wird auch sichtbar, wenn wir da in die Landschaft, in die Bäume hineingehen. Da hat DxO jetzt recht viel rausgewaschen, ist für mich jetzt ein bisschen zu detaillos. Ich glaube, der Punkt geht an Lightroom. Nichtsdestotrotz, ich finde, diese Programme arbeiten beide auf einem sehr hohen Niveau, sind beide richtig gut geeignet, um Bilder zu entrauschen. Ich glaube, gerade dieses letzte Beispiel von dem Nordlichtbild hat gezeigt, dass hier schon Luft nach oben bei den Programmen ist, dass das noch nicht alles so ganz smooth funktioniert, aber bei den Tieraufnahmen, die ich am Anfang gezeigt habe, sieht man schon, wie toll diese Programme arbeiten. Ja, ich glaube, gerade wer bis jetzt noch kein Programm zum Entrauschen seiner Bilder verwendet hat, der hat mit dem aktuellen Update von Lightroom ein richtig gutes Werkzeug zur Verfügung gestellt bekommen. Es macht seine Aufgabe richtig gut und ich kann mir vorstellen, dass für viele die Investition in eines der anderen Programme damit obsolet ist. Für mich selbst wird wahrscheinlich DxO Pio 3 das Mittel bleiben, mit dem ich meine Bilder entrausche. Ich glaube, es liegt in gewissen Bereichen einfach nur um 2-3% vorne. Und da ich das Programm habe, werde ich es wahrscheinlich auch hauptsächlich einsetzen. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wohin die Reise führt, wie die nächsten Updates ausschauen und wie es beim Thema KI in der Bildbearbeitung weitergeht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast Mehrwert daraus bekommen. In diesem Sinne, ciao, servus und bis zum nächsten Mal.